Hallo, liebe Freunde zu Jumas Welt. Da bin ich wieder. Euer Juma. Heute bin ich beim Sender FFN. Mal schauen, was hier so geht. Das ist das. Ah, der Frankie. Ah, und die Sarah. Und da ist mein Freund Biscuit. Hey, was geht? Hey, wo ist Biscuit? Wo ist Biscuit? Wo ist Biscuit? Oh, nee. Schon geht's los. Oh Gott, nein. Ah, ja, gut, wir gehen rein. Ja, aber ich zuerst. Ist hier eine Katze? Nee, ein Hund. Hier muss doch der Biscuit sein. Wo ist denn der? Oh nein, 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 nicht die Treppe. Nein, nein, nicht die Treppe. Nein, du weißt, ich mag das nicht. Na, ah, geht doch. Das bekomme ich jedes Mal hin. Oh Gott, die blöd. Tja, alle schweren Wege nach oben führen über das Herz von Frauchen. Das ist ja wohl der Frankie. Ja, was macht denn der da? Mit seinem Kopfhörer. Aber irgendwie ist mir schlecht. Oh Gott, ich muss... Oh nein. Das ist peinlich. Jetzt habe ich da wirklich hingereiert. Hätte ich doch nicht an diesem Papier rumgenagt. Naja. Frauchen macht ihre Action. Naja, hier eine Kamera, da eine Kamera. Blitz, Blitz. Oh, da nicht da. Fuß. Ja, jetzt gehe ich mal hier wieder raus. Ja. Was gibt's denn jetzt? Was kommt jetzt wohl? Bestimmt so ein Fotoshooting. Naja, war ja klar. Vor der wunderschönen FFN-Wand. Hocken sie alle hin. Ah, das mag ich. Nee! Was macht denn der da? Der Frankie. Oh, die Sarah. Die mag ich. Die duftet so schön. Okay. Ja, noch ein Foto. Noch ein Foto. Eine Kamera. Noch eine Person. Ja, super. Alle. Na, endlich hier. Mein Freund Biscuit ist da. Na, die anderen sind mir doch so egal. Los, Biscuit, komm. Komm, wir toben ein bisschen rum. Wobei ich aber auch ein bisschen... Ja, jetzt schnell runter. Ich habe so ein kleines silbriges Gefühl in der Magengegend. In der Blasengegend, meine ich. Schnell runter. So, da bin ich wieder völlig entspannt. Herrlich. Ja, fotografiert mich doch ruhig. Das macht mir überhaupt nichts. So, jetzt geht's aber ab. Leckerli, hat sie gesagt. Habe ich doch so verstanden, oder? So, jetzt wird rumgetobt hier mit Biscuit. Los, gib alles, du Wollknäuel. Komm, pack mich. Ah, du bist viel zu langsam. Mit deinem dicken Wolfspelz. So, jetzt hat sie mir gesagt, sie gibt mir ein Leckerli. Aber so richtig Lust habe ich auch nicht mehr. Naja, gut, ist ja auch vorbei. Gleich fahren wir auch los. Und dann ist alles vorbei. Herrlich, herrlich. Kann ich nach Hause fahren? In meinen Garten. Tschüss.